Live aus Berlin, das Thema bei Anne Will. Ungarn will keine Muslime. Wird Islamfeindlichkeit in Europa salonfähig? Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Dankeschön. Heute war Volksabstimmung in Ungarn. Allein das Volk kam nicht, jedenfalls nicht in ausreichender Zahl. Damit ist das Referendum ungültig. Wer aber jetzt denkt, der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban würde deshalb seine Flüchtlingspolitik ändern, der irrt. Er will auch weiterhin, so hat er auch jetzt nochmal klargemacht, sich von der Europäischen Union nichts vorschreiben lassen, keine Flüchtlingsquoten aufgeben lassen und will damit vor allem keine Muslime ins Land lassen. Macht man damit Islamfeindlichkeit salonfähig? Dazu sind heute Abend bei uns der ungarische Botschafter in Deutschland, Peter Györkös. Der österreichische Außen- und Integrationsminister ist da, Sebastian Kurz. Der Parteivorsitzende der Grünen, Cem Özdemir. Unsere Kollegin Katrin Kahlweit von der Süddeutschen Zeitung, die den Kampf um das Referendum verfolgt hat. Und die Islamkundelehrerin Lamia Kador ist da, die sich in dieser Woche wegen massivster Anfeindungen vom Schuldienst hat beurlauben lassen. Herzlich willkommen Ihnen allen. Schön, dass Sie da sind. Nochmal genau hingeschaut. So geht Volksabstimmung auf Ungarisch. Herr Györkös, sind die Ungarn doch weniger fremdenfeindlich und weniger europafeindlich, als Sie dachten, Sie und Viktor Orban? Ich gehe überhaupt nicht davon aus, dass die Ungarn Europa oder fremdenfeindlich seien. Sie haben die Frage ganz exakt zitiert. Wir haben diese Frage deswegen gestellt, weil der Europäische Rat bisher zweimal die Entscheidung getroffen hat. Verteilung nur auf freiwilliger Basis. Und die Frage lautete das. Das heißt, wer entscheidet darüber, wer mit uns lebt? Das war nicht über Aufnahme, sondern darüber, wer über die Aufnahme entscheidet. Können wir uns angucken, was Sie da genau gefragt haben, damit wir alle wissen, wovon wir reden? Wollen Sie, dass die Europäische Union auch ohne Zustimmung des ungarischen Parlaments die verpflichtende Ansiedlung von nicht-ungarischen Staatsbürgern in Ungarn vorschreiben kann? Katrin, warum ist das Referendum jetzt gescheitert? Weil die Ungarn doch weltoffener denken, als Viktor Orban und seine Regierung das dachten? Ich muss jetzt sagen, leider nein, denn das Ergebnis von denen, die zur Abstimmung gegangen sind, ist ja, dass fast 100% mit Nein gestimmt haben. Also nein, wir wollen keine Ansiedlung von Fremden. Dass das Quorum nicht erreicht wurde, heißt eher, dass viele gedacht haben, na ja, die Sache ist sowieso gelaufen. Zum einen, weil Orban ja gesagt hatte, dieses ist eine Botschaft an Brüssel. Nur Brüssel hat die Botschaft schon längst vernommen. Die Zwangsverteilungsquote ist längst vom Tisch. Also insofern hatte sich das Ganze überholt. Und zum Zweiten hatte Orban immer gesagt, wir wollen sozusagen eine starke Botschaft nach Brüssel schicken. Die ist gehört. Und zum Dritten hat das dieses Referendum mit dieser Fragestellung keine juristische Relevanz für Ungarn. Es sei denn, es folgt jetzt noch eine Verfassungsänderung. Also insofern, es hätte auch keinen Unterschied gemacht, ob man gegangen wäre. Also Herr Györkös, hätte sich Viktor Orban und die Regierung mit ihm den ganzen Aufwand, das ganze Referendum nicht einfach auch sparen können? Ohnehin, wenn er danach sagt, gerade egal, wie das Volk entschieden hat, auch egal, dass das Referendum ungültig ist, wir setzen eh um, was wir umsetzen wollen. Es wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen, wenn der Vorschlag nicht mehr auf dem Tisch wäre. Aber der Vorschlag ist auf dem Tisch. Nämlich im Mai hat die Europäische Kommission einen Vorschlag auf den Tisch gelegt über einen permanenten Verteilungsmechanismus. Und wir sagen, dass, wie ich es erwähnt habe, aufgrund der Entscheidungen des Europäischen Rates, Verteilung ja, aber bitte nur freiwillig. Es geht hier, das hat der Parlamentspräsident Martin Schulz heute noch mal gesagt, es geht um 1.300 Flüchtlinge. Gut 1.300 Flüchtlinge, ich glaube 1.294 exakt, die auf Basis dieses ersten Beschlusses, der im vergangenen Jahr gefällt worden ist, nämlich 160.000 Flüchtlinge auf die Mitgliedsländer der Europäischen Union zu verteilen. Darauf zielen Sie ab, mit dem gewaltigen Aufwand. Und jetzt nochmal gefragt, da das Referendum aus Grund von mangelnder Wahlbeteiligung, 43% sind nur hingegangen, 50 hätten es mindestens sein müssen, gar nicht zustande kommen, sagt Viktor Orban, gerade egal, ich mache weiter wie zuvor. Ich habe auch dieses Interview mit dem Präsidenten des Europäischen Parlaments gelesen. Und da ich an diesem Tag, am 22. September 2015, noch als ständiger Vertreter in Brüssel war, muss ich Ihnen sagen, dass, obwohl es vielleicht nicht unbedingt höflich ist von einem Botschafter,
Aber der Präsident des Europäischen Parlaments irrt sich. Wir haben nicht über dieses System der Verteilung von 160.000 heute abgestimmt. Nämlich, das war eine andere Entscheidung und die ungarische Frage war nicht retroaktiv. Und gegen diesen Beschluss des Rates haben wir sicherlich eine Anklage in Luxemburg bei dem Europäischen Gerichtshof eingereicht. Aber dabei geht es nicht um diese Frage, sondern um diesen Vorschlag vom Mai über einen permanenten, ständigen Verteilungsmechanismus. Und übrigens, wenn ich die Zahlen richtig kenne, von den 160.000, die für 2 Jahre vorgesehen waren, sind bisher 5.500 verteilt. Das ist circa 5-6%. Mhm. Das heißt, die ganze Idee ist total gescheitert. Wenn Sie diese 1.300 erwähnt haben, was unser Anteil von dieser Zahl wäre, ich kann Ihnen sagen, dass nur in diesem Jahr, in den ersten 8 Monaten dieses Jahres, hat Ungarn legale Asylsuchenden in der Zahl von 26.000 aufgenommen. Das ist ein bisschen mehr als 1.300. Und nur die Anzahl der Stipendien, die der ungarische Staat für Studenten aus Ländern, woher die meisten Migranten kommen, angeboten hat, ist auch doppelt so viel wie diese Zahl, über die heute die Ungarn überhaupt nicht angestimmt haben. Herr Özdemir, kann es sein, dass wir uns in der ungarischen Regierung vollständig täuschen und in Wahrheit machen die da eine gute Sache mit so einem Referendum heute, dass sie sich mal genau anschauen, was wird eigentlich in der EU so beschlossen? Wollen wir das nicht? Also erstmal dürfen die Ungarn ein Referendum machen, worüber sie wollen. So, das ist immer klar. Und niemand in Brüssel verbietet ihnen das Referendum, das können sie machen. Aber es ist schon etwas bizarr, ein Referendum in der Fragestellung über etwas machen, was niemand macht. Also verstehen Sie, Sie haben ja gerade selber zu Recht darauf hingewiesen, dass die Europäische Union nun genau das nicht beschlossen hat, einen automatischen Verteilmechanismus. Sie stellen etwas zur Wahl, was es nicht gibt. Also das ist schon sehr suggestiv, muss ich mal sagen. Erstens. Zweitens, ein Verteilschlüssel wäre ja ganz sinnvoll. Aber diesen Verteilschlüssel, also den Eindruck zu erwecken, als ob da über Ungarn fremdbestimmt wird, ist auch nachgerade absurd. Ungarn stellt einen EU-Kommissar, Ungarn stellt wie jedes andere Mitgliedsland der Europäischen Union selbstverständlich Abgeordnete im Europäischen Parlament. Das heißt, da wird nicht fremdbestimmt. Ungarn sitzt im Rat mit einer Stimme. Nichts kann ohne und gegen Ungarn bestimmt werden. Und Sie haben sich ja durchgesetzt in dieser Frage des Verteilmechanismus, dass Sie trotzdem das Referendum machen. Das hat für mich nichts anderes, als dass Herr Orbán zwischen den Wahlen mal wieder sich rückversichern möchte in seiner Bevölkerung, so ein bisschen wie der heilige Stefan damals gegen die Tataren vor 1000 Jahren, mal wieder sich als der große Kämpfer gerieren will. Seriöse Politik sieht meines Erachtens anders aus. Herr Kurz. Ungarn veranstaltet eine Volksabstimmung heute darüber, dass es sich von der EU keine Flüchtlingsquoten vorschreiben lassen will, weder die zurückliegenden noch mögliche zukünftige. Nun ist das Referendum zwar ungültig, aber Viktor Orbán sagt, gut, wäre besser, wenn es irgendwie gültig gewesen wäre, aber wir fahren trotzdem weiter in unserem Kurs, wie wir ihn eingeschlagen haben. Lassen Sie sich das als ausgewachsener europäischer Außenminister einfach so bieten? Also zunächst einmal finde ich spannend, dass ganz Europa gerade darüber diskutiert, wie viele Leute am Referendum teilgenommen haben. Auch der Film einleitend hat über alles berichtet, außer über die Frage, wie viel Prozent eigentlich für was gestimmt haben. Ne? Also die Frau Kalbeit hat 43% Wahlbeteiligung, dann haben mit Nein gestimmt, also sind dem Vorschlag der Regierung gefolgt, 98,24%, mit Ja haben gestimmt 1,76%. Ja, also mit anderen Worten, und das glaube ich ist etwas, was wir schon mitbedenken sollten, es haben bei dem Referendum gerade mehr Menschen in Ungarn dafür gestimmt, dass es keine Quoten geben soll, als damals 2003 beim Referendum in Ungarn Menschen für einen EU-Beitritt Ungarns gestimmt haben. Also ich glaube, wir haben einfach die gefährliche Entwicklung mittlerweile in Europa, dass viele Staaten, und das ist ja nicht nur Ungarn, das sind nicht nur die Visegrad-Staaten, sondern viele Staaten nicht glücklich sind mit der Politik, die da gemacht wird. Und egal sozusagen, ob man jetzt, und da bin ich sehr stark bei Ihnen, was Sie gesagt haben, ob man jetzt die Mittel richtig erachtet und ob das Referendum sinnvoll ist oder nicht. Aber das Problem, das wir schon haben bei der Flüchtlingsfrage, ist, dass viele Staaten das Gefühl haben, einige wenige mitteleuropäische Staaten, vor allem Deutschland,
zwingen hier anderen eine Politik auf, die sie nicht wollen. Das ist haben das die Staaten das Gefühl oder haben die Menschen das Gefühl? Ich glaube, die Menschen gefragt haben worden das, waren die Menschen die heute. Menschen haben das Gefühl, weil wenn in Ungarn mehr sind Menschen... Sind aber zu 57% nicht hingegangen. Ja, aber wissen Sie, wie viele Menschen bei der letzten Wahl zum Europäischen Parlament teilgenommen haben? In Ungarn, glaube ich, 29% und europaweit 43%. Also sozusagen, man kann natürlich jetzt ewig über die Beteiligung sprechen. Mhm. Ich glaube nicht, dass man das... Man kann das Ergebnis in jegliche Richtung interpretieren. Ich glaube, wenn man sollte nicht den Fehler machen, es so zu interpretieren, dass man sagt, die Ungarn wollen mehr Migranten aufnehmen. Das, glaube ich, wäre eine etwas falsche Interpretation. Und neben dem Faktum, dass es nicht nur ein ungarisches Phänomen ist und dass das Referendum nicht so relevant ist, sondern dass ganz viele Staaten so denken und dass die Bevölkerung in der Masse der Mitgliedstaaten so denkt, haben wir ja bei der Verteilquote ein zweites Problem und ich verstehe nicht, warum darüber nicht gesprochen wird, nämlich dass selbst wenn Staaten Menschen aufnehmen wollen, funktioniert es nicht. Die Rumänen sind gezwungen worden, mehrere tausend Quartiere zu schaffen. Mittlerweile nach über einem Jahr sind nicht einmal ein paar hundert Flüchtlinge dort angekommen. Warum? Weil die Flüchtlinge, wenn sie sich schon auf den Weg nach Europa machen, dann nicht in Rumänien, in Ungarn oder in Polen, nichts für ungut, bleiben wollen, sondern sie wollen nach Österreich, Deutschland oder Schweden. Und insofern scheitert die Verteilquote ja nicht nur daran, dass die Staaten nicht bereit sind, sondern auch daran, dass die Flüchtlinge oder Migranten nicht dazu bereit sind. Katrin. Ich würde gerne mal versuchen, ein paar Dinge zu trennen und auch diese Diskussion noch mal ein bisschen auf den Boden zurückzubringen. Erstens hat Orbán mehrere Male immer wieder betont, ist keine Abstimmung über Europa. Das wussten die Ungarn. Die Ungarn haben nicht gegen Europa gestimmt. Die Mehrheit der Ungarn möchte in Europa bleiben. Genau. Unter anderem, weil Europa auch sehr viel Geld nach Ungarn zahlt. Aber das ist wiederum ein anderes Thema. Erstens. Zweitens, diese Kampagne ging ja auch, obwohl Sie das immer sehr schön sophistisch erklären, nicht letztlich darüber, ob das Parlament jetzt für eine Zwangsquote ist oder darüber entscheidet oder wer darüber entscheidet. Es war, ich habe das über Monate immer wieder beobachtet, eine Kampagne, in der es darum ging, wir wollen keine Fremden, wir wollen keine jungen Männer, die unsere Töchter vergewaltigen, wir wollen in 10 Jahren noch Ungarisch sprechen können, wir wollen in 10 Jahren noch katholische Gottesdienste abhalten können. In Europa sind Migranten in Horden gekommen, die Europa als das Territorium invadieren und überrennen wollen. Also da ist eine Sprache benutzt worden, die mit der Zwangsverteilungsquote nichts mehr zu tun hat. Hier ging es um eine Kampagne, die dieses Land abschotten soll. Ihre Zahlen sind natürlich immer sehr hübsch. Wie viele Asylanträge haben wir genommen? Die Wahrheit ist, dass mit dem neuen Asylgesetz, was im Sommer in Kraft getreten ist, an 2 Transitzonen genau 15 Menschen pro Tag überhaupt vorgelassen werden. Die Asylantragsquoten oder Zulassungsquoten sind in Ungarn mit die niedrigsten in der ganzen EU. Also dieses Land schottet sich mit seinem Regierungskurs ab. Die Mehrheit derer, die hingegangen sind, hat gesagt, wir wollen das so. Das ist das Ergebnis einer 1,5-jährigen Kampagne. Das heißt nicht, dass die Ungarn europafeindlich sind, im Gegenteil. Aber heißt es, dass Ungarn fremdenfeindlich ist? Ja. Das weiß ich. Aber darf ich nur einen Satz dazu sagen? zu der Frage, ist Ungarn europafeindlich? Ich teile die Einschätzung. Es ist nicht europafeindlich, aber wir haben schon das Problem, dass in der Flüchtlingsfrage aus meiner Sicht ein Riesenspaltpilz derzeit in Europa vorhanden ist und dass die Fliehkräfte in Europa gerade stärker werden, dass die Blockbildung stärker wird, dass die Visegrad-Gruppe wesentlich stärker auch als Konterpart zu Deutschland auftritt. Also ich glaube, das Problem, das wir schon haben im Moment, ist, dass viele Staaten das Gefühl haben, sie werden als Mitgliedstaaten zweiter Klasse behandelt. Sie müssen von den moralisch Überlegenen erzogen werden. Und ich spreche jetzt als ein Vertreter eines Landes, das die zweithöchste Zahl an Flüchtlingen pro Kopf nach Schweden aufgenommen hat. Und obwohl wir so viele aufgenommen haben und diese Staaten so wenig, glaube ich nur, wenn wir nicht langsam in Europa etwas verständnisvoller miteinander umgehen, auch ein bisschen mehr Respekt davor haben, dass es unterschiedliche Meinungen gibt, auch wenn wir die nicht teilen, dann wird dieses europäische Projekt scheitern. Und wenn der luxemburgische Außenminister Asselborn sagt, Ungarn gehört aus der Europäischen Union ausgeschlossen. Also wie weit haben wir es denn gebracht? Ist das Ziel am Ende der kleine Club der moralisch Überlegenen und alle Erweiterungsprojekte der letzten Jahrzehnte machen wir rückgängig? Also ich glaube, ein bisschen Respekt für Vielfalt, nicht den Versuch machen, ständig sich als moralisch überlegen zu präsentieren und dann gelingt es vielleicht auch, Gemeinsamkeiten zu finden. Aber, Herr Kurz, ich bin ganz bei Ihnen. Ich finde es nicht richtig. Ich bin ganz bei Ihnen, wenn es darum geht, dass es falsch ist, dass
Ungarn die Europäische Union verlassen soll. Die Ministerpräsidenten von Ländern kommen und gehen, unsere Länder bleiben. Insofern sollte man nicht aus der Tagesaktualität heraus solche tiefgreifenden Schlüsse ziehen. Aber eins verstehe ich nicht. Das gilt für Irland genauso wie für Ungarn und es gilt auch zum Teil für mein Land, für Deutschland. Wenn das richtig ist, was Sie gerade gesagt haben, dass wir es da mit einer wahnsinnigen Herausforderung zu tun haben, die ein Land allein überfordert, mit Fliehkräften, dann, ist das doch jetzt die Stunde Europas und sicherlich nicht das Zurück zum Nationalstaat. Also müssten Sie doch hier mit mir zusammen ein flammendes Plädoyer halten und versuchen, die Ungarn davon zu überzeugen, dass das Thema Klimawandel, Fluchtursachenbekämpfung, nichts davon kann mit dem Nationalstaat bekämpft werden. Darf ich darauf antworten? Dafür brauchen wir mehr und weniger Europa. Wissen Sie, welches Mitgliedsland als erstes Paris ratifiziert hat? Wissen Sie das? Das war mein Land. Das ist großartig und dafür brauchen wir Europa. Punkt zwei. Zum Beispiel, wir investieren eine Menge, auch im Rahmen eines sogenannten Weltwassergipfels, dass man überall in der Welt hilft, Menschen dort, wo sie in Not sind. Das heißt, diese Linie, die Sie beschrieben haben, wie man eine europäische Lösung finden könnte, wo sich jeder findet, in welcher Weise er am meisten Menschen in Not helfen kann, wir sind hundertprozentig in Ihrem Boot. Aber ich will nicht weggehen von dem Punkt, den wir eben hatten und will dabei noch kurz bleiben. Haben Sie eigentlich einen Freund mitgebracht, Herr Giacosch? Wenigstens, ich habe einen, Sie haben viel mehr, aber nur einer, weil einer immer klappt. Frau Kadow, Sie haben eben heftig genickt, als Katrin Karwald auseinandergefisselt hat, wie die Stimmung in Ungarn ist und wie Fremden ablehnend bis feindlich sie eigentlich ist. Als Europäerin, Frau Kadow, möchten Sie, dass ein Schritt wie heute, dass eine solche Volksabstimmung veranstaltet wird, dass der irgendwie bestraft wird, dass irgendwas passiert von Europa, ähnlich wie es Herr Kurz angesprochen hat, als könnte er auf unsere Karteikarte gucken. Dann hätten wir nämlich den O-Ton von Herrn Asselborn eingespielt, der gesagt hat, Ungarn gehört eigentlich aufgrund seiner Flüchtlingspolitik ausgeschlossen aus der EU. Nein, so weit würde ich nicht gehen. Ich würde jetzt nicht pauschal ein Land quasi dafür abstrafen, aus der EU ausschließen, weil es vielleicht diese Stimmung im Land gibt. Ich würde die Stimmung im Land tatsächlich mal mehr thematisieren wollen, aber nicht gleich sagen, wir geben denen keine Chance. Vielleicht muss man auch ein wenig mehr Aufklärung betreiben. Vielleicht muss man ein wenig mehr Gegenkräfte vielleicht auch innerhalb, also aus der Gesellschaft heraus mobilisieren, die dann entsprechende Politik mitgestaltet. Ich halte es für wenig zielführend, solche Diskussionen zu führen im Sinne von, wir müssen jetzt schauen, wie wir die Ungarn rauskriegen, sondern es wäre immer besser, da versuchen, Kompromisse zu machen. Und das hat überhaupt nichts mit moralischer Überlegenheit zu tun, so würde ich es jedenfalls werten, sondern vielmehr auch ein Stück weit mit Pragmatismus, auch diesen Menschen gegenüber, die da einwandern wollen. Die kommen doch nicht einfach so, weil die gerade Lust haben, Syrien zu verlassen. Die haben ja einen triftigen Grund, dieses damals jedenfalls sehr schöne Land zu verlassen. Und da finde ich es schon ziemlich angebracht, ein wenig mehr auf die Beweggründe zu schauen und stattdessen nicht immer zu sagen, ja, aber wir tun außerhalb Wasserversorgung, wir tun dieses und jenes. Also ich kann mich noch sehr gut an die Bilder an den Grenzzäunen Ungarns erinnern, was man dort mit den armen Menschen zum Teil gemacht hat. Die hat man zum Teil niedergeknüppelt und solche Bilder sitzen. Jetzt genau dasselbe in der Türkei und Deutschland wollte das. Also ich möchte nur eins sagen. Sprechen wir über Calais ein bisschen? Deutschland wollte nicht, dass Flüchtlinge zusammengeknüppelt werden. Nein, aber Deutschland wollte meines Wissens nach, dass die Türkei verhindert, dass Flüchtlinge sich auf den Weg nach Griechenland machen. Ich glaube nicht, dass das nur mit dem freundlichen Überreden durch die türkische Polizei dort geschieht. Also ich habe in der Türkei ganz andere Bilder gesehen. Die Kameras werden halt nicht so oft zugelassen wie an der ungarischen Grenze oder in Griechenland. Nur einen Satz zu dem, was Sie gesagt haben. Wir brauchen definitiv mehr Europa in der Flüchtlingsfrage, aber man darf schon die Frage stellen, nicht nur in der Flüchtlingsfrage, in vielen Fragen, aber man darf schon die Frage stellen, mehr Europa in welche Richtung? Und ich habe gestern einen Bericht gelesen, dass zum Beispiel Flüchtlinge in Libyen oder in Syrien teilweise ihren Kindern Urin zu trinken geben, weil die Trinkwasserversorgung dort so schlecht ist. Wir haben 6 Millionen Binnenflüchtlinge in Syrien. Also schauen wir doch nicht weg, wenn das Leid weit weg anderswo passiert. Absolut. Und kümmern uns nur um die, die ankommen. Und ich glaube, wenn wir als Europa endlich sagen würden, wir tun mehr vor Ort, wir nehmen auch Menschen in Europa auf, aber die wir mittels Resettlement-Programmen aus den Krisengebieten holen und nicht diejenigen, die sich illegal auf den Weg nach Europa gemacht haben. Wenn wir das endlich tun, dann sind viele Staaten auf einmal mit dabei. Und ich halte
diese Relocation-Programme, die wir betreiben, das heißt, wer nach Italien oder Griechenland illegal durchkommt, der hat dann eine Chance, nach Deutschland weiterverteilt zu werden. Aber wer in Syrien leidet, der hat keine Chance, legal zu kommen. Das halte ich für die falsche Politik. Und ich glaube, wenn man sich entfernen würde von der Idee der Verteilung nach Quoten wie im letzten Jahr und mehr vor Ort machen würde, den Außengrenzschutz betreiben würde und legale Wege schaffen würde, dann glaube ich, dass man viele osteuropäische Staaten davon überzeugen könnte, vielleicht nicht so viele Menschen wie Deutschland, aber doch auch Menschen aufzunehmen. Also was die legalen Wege angeht, das teile ich zu 100%. Wir hätten viel früher die Grenzländer von Syrien unterstützen müssen. Da wären Hunderttausende von Menschen nie zu uns gekommen, wenn das World Food Programm nicht um die Hälfte gekürzt worden wäre und die Leute irgendwann gemerkt hätten, ihre Finanzvorräte gehen zu Neige, sie können ihre Familie nicht ernähren. Was soll man denn dann sonst machen? Also das mache ich, glaube ich, das kann man niemandem ernsthaft zum Vorwurf machen. Aber ich will was anderes sagen. Wir alle, die wir überzeugte Europäer sind, haben in der Schule die Schumann-Rede gelesen vom damaligen französischen Außenminister. Aber wir haben sie nicht zu Ende gelesen. Da steht nämlich drin, wofür dieses Europa gegründet werden soll. Nämlich, dass wir zusammen uns um den Nachbarkontinent Afrika kümmern. Osteuropa war damals nicht im Bildschirm, leider wegen dem Kalten Krieg, aber Afrika. Und jetzt schaue ich mal zurück. Ja. Haben wir einen guten Job gemacht als Europäer beim Kümmern um Afrika? Ich meine damit nicht Kolonialismus, ich meine damit nicht Ausbeutung, sondern ich meine damit Stipendien. Ich meine damit so wie ein Marshallplan für Nordafrika. Ich meine damit, dass wir Austausch machen, dass wir das duale Bildungssystem dorthin exportieren, dass wir Korruption bekämpfen und auch mal Klartext mit korrupten Regierungen reden. Da wünsche ich mir Europa und da wünsche ich mir übrigens auch mehr von Österreich, dass wir da endlich gemeinsam vor unsere Bevölkerung treten und sagen, wenn ihr nicht wollt, dass hier Flüchtlinge kommen, dann heißt es eine andere Landwirtschaftspolitik. Dann heißt es Klimaschutz. Dann heißt es, dass wir eine Wirtschaftspolitik dafür sorgen, dass die ihre Produkte, und zwar nicht nur die Rohstoffe, sondern auch verarbeitete Produkte zu uns bringen können. Dann heißt es keine Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien. Über all das muss man dann mal Tacheles reden und nicht drumherum. Aber im letzten Jahr ist das Gegenteil passiert. Im letzten Jahr ist genau das Gegenteil passiert. Das Land, das immer Vorreiter bei der Entwicklungszusammenarbeit war, nämlich Schweden, hat seine Entwicklungszusammenarbeitgelder vor Ort reduziert, weil sie das Geld verwendet haben für die Unterbringung von Flüchtlingen in Schweden. Das heißt, weniger Hilfe vor Ort, wo man mehr Menschen erreichen kann, um die Aufnahme in Mitteleuropa zu finanzieren. Eine absurde weil eine und falsche nicht Politik. Ausspielen ja, aber soll, es ist so passiert. Es ist so passiert. Man sollte nicht, aber sie haben es genauso gemacht. Und im Ergebnis hilft Schweden heute weniger Menschen als damals. Also ich glaube, wenn wir als Europa helfen wollen, dann gibt es bessere Wege, als bei illegaler Migration nach Europa einfach zuzusehen. Illegale Migration, an den Punkt will ich nochmal anknüpfen. Damit ist ja all das gemeint, was Dublin nicht möglich macht. Also deshalb nochmal gefragt, Herr Györkös, hätten Sie in dem ungarischen Referendum, in dem Referendum, das Ungarn heute veranstaltet hat, nicht präziser fragen sollen, weil es eher der Haltung der Regierung Orbán entsprochen hätte, so wie wir sie verstehen, möglicherweise vertun wir uns, dass Sie gefragt hätten, wollen Sie nicht, dass muslimische Flüchtlinge zu uns kommen? Aber es geht nicht nur darum. Nicht nur darum, aber auch. Es geht nicht darum. Es geht darum, wer in dieser Frage Entscheidungen treffen kann. Und ich weiß das nicht, heißt, ob es Ungarn, um es zu verstehen, das heißt, Ungarn würde muslimische Flüchtlinge aufnehmen, wenn ihnen das nicht von der EU verpflichtend per Quoten aufgegeben würde? Ich würde sogar nicht muslimisch sagen. Ungarn ist bereit an einem komplexen System von europäischen Maßnahmen und Verteilung, freiwillige Freiteilung kann davon integrierter Bestandteil sein. Aber Sie haben die Frage nicht beantwortet. Nee. Danke, Frau Kalle. Ich könnte mal das auch so sagen, ich habe schon mehrmals versucht, eine Antwort zu geben und wurde immer unterbrochen, aber das ist eine der Geschichte. Gut, dann jetzt nochmal, ich stelle Sie nochmal die Frage. Sie haben auch schöne Zuhörer gesagt. Aber nee, was ich Ihnen sagen will, jetzt geht es um eine politische, methodologische Frage. Ob wir Ordnung in unserem Hause haben oder nicht. Frau Kawait nennt dies Abschottung. Ich nenne das Ordnung. Ordnung. Schengen und Dublin. Weil nur dort, wenn wir Ordnung im eigenen Hause haben, dann können wir so vielen Menschen wie möglich helfen. Und übrigens, ich weiß nicht, ob es dem Vorsitzenden der Grünen hilft, dass der ungarische Botschafter mit ihm vollständig einverstanden ist.
Aber dabei geht es um Handelspolitik, um Agrarpolitik und Umweltpolitik, alles, was dazu gehört. Wir schauen uns mal an, was Ihr Ministerpräsident sagt. Und dann stellen wir nochmal die Frage, ob Sie wirklich alle Menschen wollen oder ob Sie bestimmte Menschen, auch eines Anhänger eines bestimmten Glaubens, eben nicht wollen. Apropos Mathematik, in Ungarn gibt es 10 Millionen Menschen, die dort wohnen, 10 Millionen Einwohner und es gibt rund 10.000 Menschen muslimischen Glaubens. Warum genau schürt Ihr Ministerpräsident Angst vor etwas, was Sie gar nicht kennen? Er kennt aus meinen Kenntnissen nach sehr gut den Islam, weil er praktisch ständig unterwegs ist in diesen Ländern. Er steht im ständigen Dialog, zum Beispiel mit der höchsten Autorität des sunnitischen Kirche aus Kairo, der übrigens bald Ungarn besuchen wird. Er steht im Dialog mit dem Mufti von Bosnien und er war in Indonesien, er war in Ägypten und hat auf diese Probleme hingewiesen, was Sie schon erwähnt haben, was in Nordafrika losgeht. Und übrigens, diese Geschichte um Familienpolitik ist eher ein Problem für uns selbst, dass wir mit Familienpolitik und Steuerpolitik unseren Familien helfen sollten. So insofern sehe ich dabei keinen Widerspruch. Herr Gyökeres, also es ist schwer, Sie dazu zu bringen, aber Sie sagen das an anderer Stelle durchaus. Und Sie haben ja auch genau gelesen, welche Zitate Ihres Ministerpräsidenten wir alle übrigens ohne jede Mühe gefunden haben. Nochmal gefragt, warum wollen Sie keine Muslime in Ungarn haben? Wir haben mehr als 2000 muslimische Studenten in Ungarn. Ist das und finanziert durch den Staat. Ist das ein Verhalten, wo man es sagen kann, dass die Ungarn gegen die Muslime sind? Tun wir Unrecht, Katrin. Sie kennen Ungarn sehr gut, Sie haben es bereist. Tun wir der ungarischen Regierung Unrecht, wenn wir sagen, sie ist islamfeindlich, sie will keine Muslime in Ungarn haben? Es tut mir leid, Herr Botschafter. Nein, wir tun Ungarn nicht unrecht. Ich war in den letzten Wochen regelmäßig in Ungarn auf diesen sogenannten Roadshows dabei, wenn ungarische hochkarätige Politiker versucht haben, für diese Kampagne zu mobilisieren. Und in dieser Kampagne wurde eine Rede mit immer gleichen sozusagen Bestandteilen gehalten, in der sinngemäß gesagt wurde, die Muslime passen nicht zu uns, sie können in der Regel kaum lesen und schreiben, sie haben keine Arbeitsmoral, schon keine europäische, sie sind feindselig, sie werden sich nicht anpassen, sie wollen sich nicht anpassen. Das ist die Diktion, die sich durchzieht. Es ist ja übrigens nicht so, um das mal ganz kurz zu sagen, dass Ungarn keine Ausländer möchte. Es gibt eine sehr lukrative Werbekampagne. Man kann sich nämlich eine Aufenthaltsgenehmigung für ungarische Staatspapiere kaufen. Da kaufen sich Russen und auch Saudi-Araber, Menschen aus Dubai, sonst wo, Aufenthaltsgenehmigungen. Viele Chinesen, Tausende inzwischen. Daran verdient der Staat. Also die nimmt Ungarn gerne. Kostet 300.000 Euro. Richtig, kostet 300.000 Euro. Finanzmakler, die teilweise in Finanzoasen sitzen, verdienen nochmal daran. Ich habe den ungarischen Regierungssprecher danach gefragt, hat er nur gesagt, was ist schlecht daran, wenn Ungarn an sowas verdient. Also das ist möglich. Es wird auch um ukrainische Arbeiter geworben, weil inzwischen ein regelrechter Braindrain eingesetzt hat, weil gerade die jungen Leute Ungarn verlassen. Also es ist nicht so, dass Ungarn keine Ausländer möchte, es sollen nur bestimmte Ausländer sein. Herr Kurz, wer so redet, wie der ungarische Ministerpräsident das tut, macht der Islamfeindlichkeit in Europa salonfähig? Also er ändert damit ja nicht die Stimmung in Österreich oder in Deutschland oder sonst wo. Insofern, glaube ich, wird dadurch Islamfeindlichkeit nicht salonfähig. Ich glaube, das Problem, das wir eher haben, ist, dass die Flüchtlingsbewegungen des letzten Jahres und die politische Reaktion darauf, dass die leider Gottes sehr viel Schlechtes in den Menschen geweckt hat, nämlich in allen. Sie hat zu Rechtsextremismus geführt, zu Islamfeindlichkeit geführt, sie hat zu... Die fällt aber ja nicht vom Himmel. Die fällt nicht vom Himmel, aber der Grund dafür war natürlich, dass das in Österreich gestiegen ist oder in Deutschland, war natürlich die Flüchtlingspolitik des letzten Jahres. Und wenn wir uns die Situation in Österreich anschauen, dann gibt es... Aber die FPÖ, die gab es auch davor schon, oder? Ja, aber sie ist um 10% im letzten Jahr emporgeschossen. Und insofern hat sich unsere politische Landschaft schon verändert. Ich glaube, die AfD ist in Deutschland im letzten Jahr auch deutlich stärker geworden. Ich möchte nur ganz kurz den Gedanken fertig machen. Also ich glaube, ja, wir haben ein Problem mit Islamfeindlichkeit, genauso wie wir ein Problem mit Radikalisierungstendenzen haben. Würden Sie so sprechen? Nein. Kurz. Nein, natürlich nicht. Dann finden Sie es doch nicht gut. Ich finde es auch nicht gut. Das habe ich ja auch nie behauptet. Ich würde nie Zuwanderer und schon gar nicht Flüchtlinge
ins Land holen oder auch nicht, weil sie einer gewissen Religionsgruppe angehören oder nicht. Ich mache seit 5 Jahren Integrations- und Migrationspolitik. Ich bin der festen Überzeugung, dass man Migration steuern darf und auch steuern sollte. Man sollte auf Bildungsniveau schauen. Man sollte natürlich auch auf die Fähigkeit der sozialen Integration schauen. Man sollte auch nicht verleugnen, dass Menschen, die aus einem Kulturkreis kommen, der uns ferner ist, schwieriger zu integrieren sind im Schnitt als andere. Wir haben uns schwerer getan, die Tschetschenen in Österreich im Schnitt zu integrieren als die Deutschen oder die Ungarn. Also das ist auch eine Wahrheit, die man ansprechen muss. Aber das bedeutet nicht, dass man keine Muslime ins Land lassen sollte. Wird Islamfeindlichkeit so salonfähiger gemacht, Frau Kadur? Definitiv ja. Ich würde das tatsächlich, da würde ich widersprechen. Allein deshalb schon, weil er sich ja in bestimmte, oder diese Aussagen sich jedenfalls in bestimmte Tendenzen oder Kräfte einreihen, die ja schon längst vorhanden sind. Die Islamfeindlichkeit gibt es ja erst nicht erst seit dem, beispielsweise seit dem 11. September 2001, da gab es aus meiner Sicht zwar eine Zäsur, also einen rapiden Anstieg, klar, befeuert durch diese islamistischen Anschläge. Aber auch vorher war es ja nicht gerade so, dass man als Muslim jetzt nicht Vorurteilen gegenüber ausgesetzt wäre. Aber da lief das noch alles unter diesem naiven 1001-Nacht-Blick. Da hat man das eben nicht so ernst genommen. Danach wurde es, ging es nur noch um den politischen Islam beispielsweise. Und ich glaube schon, gerade in der jetzigen Zeit, in dem doch sehr viele europäische Gesellschaften ein wenig doch polarisiert werden, auch gerade durch diese Scharfmacher zum Teil, fällt sowas auf fruchtbaren Boden bei bestimmten Leuten. Das darf man sich als Politiker aus meiner Sicht nicht leisten, solche Sätze zu sagen, weil sie doch eine bestimmte Stimmung eher noch unterstützen. Sie sind Diplomat, Herr Györkösch. Sie sind seit Jahrzehnten darauf trainiert, mit Ihrer Sprache ganz sorgsam umzugehen. Macht Ihr Ministerpräsident das auch? Sicherlich ist er einer, der, ich würde mal sagen, eckig formuliert. Eckig? Eckig, das ist ein ungarisches Wort. Das heißt eher direkt und nicht unbedingt in dem allgemeinen PC-Sprache. Schürt er Ängste? Schön gesagt. Nee. Ängste wurden geschürt dadurch, dass wir die Kontrolle in Europa verloren haben. Das war, was Ängste geschürt hat. Beides, und nicht natürlich. Ungarn. Beides. Und er hat zum ersten Mal gesagt, ich bin euer Burgkapitän. Das ist nicht Abschottung, sondern ich schütze euch, damit wir geregelte Verhältnisse haben. Europa, Schengen-Zone, das ist unsere Pflicht. Aber Herr Botschafter, also ich glaube, Frau Kadot und ich muss mir nicht erklären, dass es ein Problem gibt mit Islamismus, dass es ein Problem gibt mit Salafismus, darunter leidet sie, darunter leide ich und dagegen kämpfen wir und zahlen da auch einen Preis dafür. Aber ich habe ja jetzt gerade aufmerksam zugehört bei der Präsentation, da wurde das Römische Reich präsentiert. Das Römische Reich war das Mare Nostrum, das ging um das Mittelmeer. Die Werte, auf die wir hoffentlich uns gemeinsam verständigen, der Aufklärung von Kant und von anderen, das sind die Werte, die erkämpft worden sind, auch zum Teil nicht nur mit, sondern gegen das Christentum, die Trennung von Staat und Religion. Das heißt, das, was Europa groß macht und auch einzigartig in der ganzen Welt ist, das ist, dass man bei uns die Menschen nicht danach beurteilt, wo sie herkommen, sondern danach beurteilt, wo sie hinwollen. Das ist Europa. Und? Nee, sehr guter Punkt. Erstens, wenn Frau Kawait alle Reden von Herrn Orban gelesen hätte, vielleicht hat sie das, dann hätte sie ein viel breiteres und bunteres Bild gehabt. Nämlich wie der ungarische Ministerpräsident über den Islam denkt, das hat er mehrmals festgeschrieben und klar gesagt, er schätzt den Islam sehr hoch ein. Das ist Teil der globalen Werte der Welt. Und man muss mit diesem Islam im Frieden die besten Beziehungen aufbauen. Passt der Islam denn zu Ungarn, Herr Györkösch? Ich weiß nicht. Ich verfolge mit großem Interesse diese Diskussionen in Deutschland, in Frankreich. Und darüber schreibe ich ganz detaillierte Berichte. Aber ich möchte mich in diese innerdeutsche Diskussion ehrlich nicht einmischen. Aber ich habe ja auch gefragt, passt der Islam zu Ungarn? Das könnten Sie sagen. Eine interessante Frage, aber es ist momentan insofern nicht von Relevanz, weil wir gesagt haben, wir haben ca. 10.000 Muslime in Ungarn unter ganz geregelten Verhältnissen. Übrigens viele von denen während des Balkankrieges nach Ungarn gekommen, sich dort wohlgefühlt. Inwiefern ich weiß, diese mehrere Hunderte, sogar mehrere Tausende Studenten aus diesen Staaten fühlen sich in Ungarn wohl. So insofern habe ich keinen Zweifel daran.
dass dieses Problem in Ungarn nicht existiert. Warum steht es in einem Land nicht zu, Herr Özdemir, zu sagen, wir wollen uns angucken, wer bei uns lebt und wer in unsere Gesellschaft und unsere Gemeinschaft passt? Drehen wir es doch mal um. Ich sage das Gegenteil, natürlich steht es einem zu. Ich kämpfe ja für ein Einwanderungsgesetz in Deutschland. Also für diejenigen, die nicht aus Gründen des Asyls kommen, um ihr Leben zu retten, weil sie vor Krieg und Unterdrückung fliehen, kämpfe ich für ein Einwanderungsgesetz. Ich habe mich das erste Mal 1994 dafür eingesetzt. Das kann man alles nachlesen. Einwanderung für die, die aus wirtschaftlichen Gründen kommen. Das darf ein Land steuern aufgrund von Alter, aufgrund von Qualifikation, aufgrund von Sprachkenntnissen. Selbstverständlich, das machen alle klassischen Einwanderungsländer. Ja. Das wünsche ich mir für uns auch, aber bitte nicht aufgrund von Religion. Für die kann man nichts, verstehen Sie? Die sucht man sich nicht selber aus. Ich hatte im Geburtstag keinen Einfluss darauf, mit welcher Religion ich auf die Welt komme. Und Sie, glaube ich, auch nicht. Insofern, jetzt bin ich wieder bei Europa. Das ist Aufklärung, dass man die Menschen nicht nach der Religion beurteilt, sondern man beurteilt sie danach, ob sie die Werte Europas teilen. Das kann ein Muslim machen und andere machen es nicht. Das können Christen machen und andere tun es nicht. Und Juden und Atheisten. Das ist, glaube ich, das, was uns ausmacht. Zu Fairness will ich nur eins sagen, weil wir jetzt viel über Ungarn diskutieren. Mhm. Manches von dem, es ist halt auch Ihr Job als Botschafter, was Sie da jetzt abkriegen, da haben Sie recht, das ist natürlich auch ein europäisches Phänomen. Sie haben recht mit dem Hinweis auf die AfD, die FPÖ bei Ihnen im Land. Und wir können ja reihum durch Europa gehen. Es hat viel mit Angst zu tun, mit Verunsicherung. Häufig dort, wo die wenigsten Muslime sind. Das ist ja das Abenteuerliche. Der Anteil ist zum Teil dort am höchsten, wo wir die wenigsten Zuwanderer haben. Und das hat viel mit Ursachen zu tun, dass da zum Teil man Sündenbock sucht. Es gibt auch reale Probleme. Ich rate zu zwei Dingen. Erstens Haltung. Wir, die wir von demokratischen Parteien kommen, dürfen nicht den Populisten nach dem Mund reden. Sondern wir müssen auch manchmal unseren Wählerinnen und Wählern Dinge sagen, die sie vielleicht nicht so gerne hören, für die man nicht gleich Applaus bekommt. Und zweitens, wir müssen die Probleme lösen. Wir müssen dafür sorgen, dass keiner in der Gesellschaft zurückbleibt, weil das sind dann diejenigen, die am anfälligsten sind. Und wir müssen die kulturelle Dimension der Debatte aufnehmen, die es da nämlich auch gibt. Es geht nicht nur um die Muslime, sondern es geht im Kern geht's darum, wollen wir im 21. Jahrhundert leben, wo Frauen berufstätig sein können, wo Männlein und Weiblein heterosexuell, homosexuell sein können, wo wir in offenen Gesellschaften leben, oder wollen wir zurück in die 50er Jahre? Im Kern geht es hier auch um eine kulturelle Frage und die muss man offensiv führen und man muss sie vor allem gewinnen. Ist das möglich mit dem Islam oder ist es auch möglich, Herr Özdemir, mit Menschen, die aus islamischen Ländern kommen, wo beispielsweise es nicht so einfach ist, akzeptiert zu sehen, dass Frauen gleichberechtigt sind, dass Homosexuelle heiraten können und so weiter und so fort. Ist das möglich? Genau deshalb sage ich, Integration ist nicht nur Sprachvermittlung, Integration ist nicht nur, dass man einen Job hat, sondern Integration hat auch eine kulturelle Dimension. Dazu gehört, dass man in Deutschland... Und Integration ist nicht leicht. Das ist, glaube ich, das, was... Auch das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Das ist anstrengend, mit Rückschlägen verbunden. Und das ist nichts, was man so nebenher macht. Also wer in Deutschland die Gleichberechtigung von Mann und Frau nicht akzeptiert, zwar egal welchen Hintergrund, der wird hier nicht glücklich. Ich sage das sehr klar. Lamia Kador ist im Moment auch nicht glücklich, weil sie nämlich bös angefeindet wird. Sie, Frau Kador, sind Islamkundelehrerin. Sie lehren islamische Religionslehrerin. Nee, ist gut, dass Sie es nochmal machen. An der Sekundarschule in Dienstlaken lehren Sie, beziehungsweise Sie lehrten. Denn Sie haben diese Woche Mittwoch gesagt, es geht so nicht weiter, haben sich beurlauben lassen von der Schulbehörde. Warum? Was ist da passiert? Also ich bin diese massiven Anfeindungen ja zum Teil gewohnt. Das ist jetzt nichts völlig Neues für mich gewesen. Wie einige wissen, habe ich ja davor ein Buch geschrieben zum Thema, warum sich Jugendliche in den Salafismus radikalisieren und warum das passiert und dass wir präventiv einwirken müssen. Dafür habe ich auch sehr viel Ärger von Islamisten bekommen, wie Sie sich vorstellen können, auch Morddrohungen. Das heißt, ich bin einiges gewohnt. Davor hatte ich jahrelang konkrete Probleme mit relativ konservativen bis fundamentalistischen Muslimen. Ich war denen auch nicht genehm genug. Und da hatte ich auch genügend Ärger. Mhm. Das heißt, ich bin so eine bestimmte Quote von Hass und Häme, wenn ich das mal so sagen darf, gewöhnt. Was aber erschwerend hinzukam, war dann, als die ersten Vorabveröffentlichungen kamen, die kamen, glaube ich, eine Woche vorher ungefähr. Sie haben ein neues Buch genau, jetzt. Genau. Mhm.
Da stieg das schon an, da merkte ich, oh, da kommen mehrere E-Mails, relativ gleichlautend, man braucht mich hier nicht, ich solle verschwinden, und das ist noch wirklich nett formuliert, sondern auch mit sehr viel Beschimpfung, und ich meine, ich will gar nicht rumheulen sozusagen, das gehört dazu, wenn man eine öffentliche Person ist, das ist mir bewusst, aber was nicht mehr dazu gehört, ist, dass man morgens um 5 Uhr von 54 Einzelnachrichten geweckt wird von einem Mann, der 30 Kilometer von mir entfernt wohnt und 30 Kilometer von der Schule entfernt wohnt, mit Klarname, mit Foto über Facebook, also 54 Nachrichten bekommt, unter anderem mit Heil Hitler, man soll mich vergasen, ich sei in Wirklichkeit Jüdin, man müsse mich vergewaltigen, Sexualfantasien dann noch eine Rolle spielen. Das war an dem Morgen. Am gleichen Tag ging es dann noch weiter, dass am Abend ein gestandener Journalist, der seinen Blog gerne mal zur Verfügung stellt für alles Mögliche, Roland Tichy, und ich möchte ihn hier auch benennen, weil ich finde, auch Journalisten haben eine Verantwortung zu tragen für das, was sie tun, indem dann, ich weiß nicht, da muss sich jemand 3-4 Tage wohl hingesetzt haben, um mich unmöglich zu machen, die krudesten Theorien aufgestellt hat. Und das war dann an einem Tag doch relativ zu viel. Und das an einem Tag, wo wir gemerkt haben, am nächsten Morgen ging das in einer Tour wieder weiter, die ganzen E-Mails. Und da stellt man sich natürlich schon die Frage, wie soll ich denn jetzt so unterrichten gehen, wenn jeder weiß, wo ich unterrichte, die Schule ein öffentlicher Raum ist. Ich habe Schutzbefohlen, also diese Kinder sind ja meine Schutzbefohlenen. Was ist denn, wenn wirklich mal was passiert? Mhm. Und dann konnte ich tatsächlich wirklich nicht mehr hingehen. Das konnte ich nicht mehr verantworten. Sie haben erklärt, was es ist, Ihrer Meinung nach, was die Menschen jetzt noch mal massiver und aggressiver auf Sie reagieren lässt als all die Male zuvor. Will den anderen ein bisschen helfen dabei, weil nicht jeder Ihre Interviews jetzt schon gelesen hat. Sie sagen nämlich zum Beispiel auf Zeit Online, ich glaube, das ist so ein bisschen der Kernsatz jetzt auch Ihres Buches, den Sie da ausführen, da sagen Sie, die Deutschen haben eine Bringschuld. Die Mehrheit muss integrationswillige Menschen und deren in Deutschland geborene Nachkommen respektieren, und zwar auf Augenhöhe. Mhm. Sprich, sie halten jetzt der Mehrheitsgesellschaft einen Spiegel vor und sagen, Leute, Integration ist keine Einbahnstraße, den Satz kennen wir schon, mhm, aber das heißt auch was für euch. Genau. Wenn Sie von dieser Bringschuld sprechen, was ist dann gemeint? Genau, nachdem ich nur mal 15 Jahre als Islamwissenschaftlerin, was mir inzwischen übrigens auch abgesprochen wird, ich sei das nämlich gar nicht und so weiter, mhm, wenn man sich 15 Jahre damit wirklich intensiv befasst hat, Kinder sieht, die soziale und emotionale Probleme mit der Integration übrigens haben, also auch genau das anspricht, wo eben die Defizite in der Integration liegen, da muss man konsequent sein und nach 50 Jahren auch mal den Blick in die Mehrheit richten dürfen, zu sagen, ich sehe da ähnliche Probleme und Defizite und die würde ich gerne benennen. Tatsächlich mit Bringschuld. Bringschuld liegt übrigens nicht nur bei der Mehrheit. Die Bringschuld liegt natürlich auch bei den Menschen, die einwandern und ihren Nachkommen. Mhm, okay. Aber es liegt eben auch eine Bringschuld, wenn man so will, bei unserer Mehrheitsbevölkerung, die wenigstens die Integrationsbemühungen und den Integrationswillen von Menschen anerkennen muss. Ja, ich bin hier geboren worden, ich habe Abitur gemacht, ich habe studiert, ich habe meinen Abschluss gemacht, ich habe mich in vielfacher Weise eingebracht für diese Gesellschaft, aber auch für die muslimische Community und habe da genügend Ärger für bekommen, glauben Sie mir das. Es kann doch nicht sein, dass man Menschen wie mich, die sich wirklich als Deutsche verstehen, die deutsche Kinder auf die Welt setzen, denen immer noch erklärt, also du bist ein Migrant, du bleibst weiterhin ein Ausländer, du bist eigentlich Muslimin, du bist Frau, wir wollen dich nicht und ich werde dich gleichsetzen mit Menschen, die gerade erst in dieses Land einwandern und dann auch noch Integrationsdefizite mit sich bringen. Ich bin auch keine Islamistin, wie mir gerne nachgesagt wird. Mhm. Da stimmt irgendwas nicht. Das kann doch nicht sein, dass wir plötzlich das nicht mehr sehen, dass wir Menschen haben, die hier in der 4. Generation geboren werden und die selbstverständlich Deutsche sind. Ja, was sollten sie denn sonst sein? Ja, und da lege ich die Finger in die Wunde und das muss man sich, das tut mir leid, aber auch das muss man sich dann eben anhören, statt mir damit dem Leben zu drohen. Mhm. Herr Kurz, haben auch alteingesessene Österreicher eine Bringschuld gegenüber denjenigen, die in Ihr Land, also nach Österreich gekommen sind, die dort versuchen sich zu integrieren, die möglicherweise da geboren sind und zu Österreich dazugehören? Also ich habe das Buch noch nicht oder nicht gelesen. Insofern kann ich jetzt nicht sagen, ob ich vollkommen übereinstimme oder nicht. Aber wir haben uns vor der Sendung schon kurz ausgetauscht. Und der Zugang, dass Integration immer ein gegenseitiger Prozess ist, wo beide Seiten gebraucht werden, den teile ich zu 100%. Also ich habe vor 5 Jahren als Staatssekretär in Österreich im Integrationsbereich begonnen und unser Zugang war damals Integration durch Leistung oder ist es nach wie vor. Also jeder, der zu uns kommt, muss seinen Beitrag leisten. Aber jetzt umgekehrt. Und die Österreicher, und die Österreicher müssen den Menschen offen gegenüber begegnen und ihnen die Chance geben, dass sie sich in Österreich einbringen und auch hier ihren Beitrag leisten können. Also
ohne dass beide Seiten einen Beitrag leisten, kann Integration aus meiner Sicht überhaupt nicht funktionieren. Und muss sich Österreich dann auch verändern? Hat es diese bringen Schuld? Schon verändert. Also in Deutschland, ich finde das immer spannend, die Diskussionen in Deutschland darüber, ob Deutschland ein Einwanderungsland ist oder ob der Islam zu Deutschland gehört. Also ich kann es jetzt für Deutschland nicht beantworten, aber die Zahlen sind nicht unähnlich zu Österreich. Ich meine, in Österreich, wir haben 600.000 Muslime in Österreich. Der Islam ist seit 1912 eine anerkannte Religion in Österreich, das erste Land in Europa. Und wir haben im Jahr... Also ist auch Österreich-Habsburg, Sie haben da natürlich eine andere Tradition. Ja, ja, und wir haben im Jahr, wir haben im letzten Jahr 270.000 Zuwanderer gehabt, als 8 Millionen Land. Also wir haben die höchste Zuwanderung in ganz Europa. Insofern... Die Debatte, ob wir ein Einwanderungsland sind, ja, natürlich, ja. Und ist der Islam in Österreich anerkannt? Ja, seit 1912. Also, ich finde, das sind teilweise so Scheindebatten, die geführt werden. Und insofern, glaube ich, sollte man sich viel mehr auf die wirklichen Probleme fokussieren, die es gibt. Und ja, der Hass, den gibt es leider auf beiden Seiten. Also ich erlebe das auch nicht in dem Ausmaß und will das auch nicht vergleichen. Aber wenn ich den Muslimen in Österreich und in der Welt einen gesegneten Ramadan wünsche, dann gibt es rechtsradikale Postings auf meiner Facebook-Seite. Und wenn ich, ja, wenn ich ankündige, ich fahre zur Trauerfeier für Shimon Peres, gibt es junge Muslime aus Österreich, die aufs tiefste antisemitische Gedanken verbreiten. Also da gibt's viel, was wir tun müssen in unseren Gesellschaften. Und ich glaube, was das Wichtigste ist aber, dass wir versuchen, die Dinge unter Kontrolle zu halten. Und ich glaube, das letzte Jahr war deshalb auch so schädlich, weil dadurch natürlich Probleme größer geworden sind. Und Integration, und das ist mein letzter Satz, hängt schon auch immer von der Zahl der zu Integrierenden ab. Also wenn die Zahlen aber zu groß sind, ist es schwieriger. Aber Integration hängt durchaus auch von der Haltung der Regierungen ab. Natürlich. Und deshalb staune ich jetzt, dass Sie sagen, Sie seien mit Frau Kador, genau einer Meinung, was die Frage der Bringschuld auch der Österreicher angeht. Denn im Moment haben wir den Eindruck, Integration nach Alpenart geht ein bisschen anders. Anders. 2014 waren Sie noch dagegen, Herr Kurz. Was ist inzwischen passiert, dass Sie jetzt sagen, das muss her, das Burka-Verbot? Also ich finde spannend, wo Sie jetzt den Widerspruch sehen zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Sie könnten noch ein paar Details natürlich beim Film ergänzen, die vielleicht auch ganz spannend sind, dass das Islamgesetz zum Beispiel auch mehr Rechte für Muslime gebracht hat, das Recht, Friedhöfe zu errichten, das Recht auf Seelsorge beim Bundesheer, das Recht auf Seelsorge bei in Spitälern. Also wir haben ganz viel gemacht, um Muslimen zu zeigen, dass sie Rechte in Österreich haben. Wir haben aber gleichzeitig, und das haben Sie Gott sei Dank in dem Film erwähnt, den Einfluss aus dem Ausland massiv zurückgedrängt, weil wir in den letzten Jahren, seitdem ich auch Staatssekretär bin, erlebt haben, dass aus dem Ausland Einfluss genommen wird, nicht als Wohltat aus vielen arabischen Ländern, sondern mit dem ständigen Versuch, unsere muslimischen Communities in Österreich zu verändern. Und teile ich zu 100%. Ich auch. Das halte ich für den richtigen Zugang. Muslimische Religionslehrer, so wie Frau Namia Kador, ein großartiges Vorbild, müssen in Deutschland ausgebildet werden und künftig auch die Imame. Ich will nicht, dass ein Islam aus Saudi-Arabien oder jetzt gegenwärtig durch das autoritäre Regime unter Erdogan in der Türkei, dass sich das eins zu eins in die Religionsklassen oder in die Gemeinden überträgt. Wir haben zum Beispiel darum gleiche Rechte für alle Religionen hier im säkularen Staat. Aber ich will, dass wir uns von Inländer zu Inländer und nicht von Inländer zu Ausländer begegnen. Und warum braucht es jetzt ein Burka-Verbot? Nur ein Satz dazu. Wir haben zum Beispiel eingeführt, dass Imame nicht mehr aus der Türkei nach Österreich geschickt werden, sondern wir führen jetzt Studien in Österreich ein, damit man die Ausbildung in Österreich machen kann, damit wir Österreicherinnen und Österreicher haben, die gleichzeitig gläubige Muslime sind und die als Religionslehrer oder Imame tätig sind und das nicht aus anderen Ländern beeinflusst wird. Und ein Burka-Verbot, Burka ist überhaupt nicht das richtige Wort für uns, weil wenn in Österreich jemand was trägt, dann ist es der Niqab, ja, ist nicht die Burka. Und okay, warum ein Vollverschleierungsverbot? Weil ich der Meinung bin, dass es in den letzten Jahren mehr und mehr Symbole einer Gegengesellschaft gibt. Und wie Sie vorhin auch zu Recht gesagt haben, es braucht in unserem Europa die Gleichstellung von Mann und Frau. Es braucht ein Bekenntnis zu unseren Grundwerten. Aber ich staune, 2014 haben Sie es noch ganz anders gesehen. Da haben Sie gesagt, mit einem Burka-Verbot, ja, da haben Sie das Wort überhaupt in den Mund genommen. Doch,
auch schon in Zell am See, glaube ich, haben Sie damals auch schon Touristinnen mit Niqab gesehen. Mit einem Burka-Verbot, haben Sie gesagt, werden wir in Österreich die Integration nicht lösen. Ja, es gäbe in Österreich eine sehr geringe Zahl an Burka-Trägern, vermutlich ist jetzt nicht wesentlich höher geworden. Und die kämen meist aus Saudi-Arabien nach Zell am See oder an den Wiener Kohlmarkt, um viel Geld dazulassen. Haben Sie am 10. Juli 2014 in Ihrer Rede vom Nationalrat gesagt. Deshalb wundere ich mich, was ist passiert zwischen 2014 und jetzt? Ich würde Ihnen gerne begründen. Ich wäre ein schlechter Politiker, wenn ich nicht in 5 Jahren auf Veränderungen auch reagieren würde. Und in 5 Jahren hat sich viel verändert. Wir hatten eine massive Flüchtlingsbewegung. Wir haben eine wesentlich höhere Zahl an Musliminnen und Muslimen. Wir haben eine wesentlich stärkere Diskussion über die Frage, was passt zu unseren Werten und was nicht. Wir haben viel mehr Menschen, die die Gleichstellung von Mann und Frau nicht so respektieren, wie wir uns das vorstellen. Wir haben in der Zwischenzeit den IS-Terror erlebt. Wir haben aus Österreich mehrere tausend junge Menschen, die mit diesen Terroristen sympathisieren. Wir haben 300 Foreign Terrorist Fighters. Und wenn ich erlebe... Und dagegen hilft ein Verbot der Vollverschleierung. Nein, aber das Integrationsgesetz, auch das haben Sie nicht berichtet, umfasst unzählige Seiten, viele Kapitel, ganz viele Details. Und ein Punkt von ganz vielen Details, vom Arbeitsmarkt über den Bildungsbereich, über die Frage der Deutschkurse. Und ein Bereich ist die Frage, wie gehen wir mit Gesellschaft, mit Symbolen der Gegengesellschaft um? Wie gehen wir damit um, wenn Salafisten den Koran in unseren Einkaufszentren verteilen? Dann haben wir nicht ein Problem mit dem Koran, aber wir haben ein Problem mit den Salafisten, die ihn verteilen. Das wollen wir lösen. Und bei der Burka oder beim Niqab bin ich der Meinung, dass das kein Symbol ist, das zu unseren Grundwerten in Europa passt. Und wenn in Syrien oder im Irak Frauen die Burka und den Niqab verbrennen in den vom IS-Terror befreiten Gebieten als Zeichen, dass sie sich da, dass sie gesiegt haben, dann ist das etwas, was uns schon ein Stück weit zu denken geben sollte. Und ich bleibe bei meinem Satz, dass wir mit einem Burka- oder Niqab-Verbot die Integration nicht lösen. Aber das heißt umgekehrt nicht, dass es deshalb richtig ist, wenn Leute einen Niqab tragen und dass das unbedingt zur Integration förderlich ist. Das glaube ich nämlich nicht. Ist es die richtige Antwort auf die vermuteten oder tatsächlich vorhandenen Ängste der Österreicher, ein Vollverschleierungsverbot auszusprechen? Ich muss leider 3 Minuten vorher anfangen, weil Sie natürlich sagen, Sie sind jemand, der das Recht hat, in 5 Jahren zu lernen. Das stimmt. Als ich nach Österreich kam, ich bin ja auch Österreich-Korrespondentin, da liebten die Linken Sie, weil Sie als Integrationsstaatssekretär eine sehr pragmatische Eingliederungs- und Integrationspolitik machten. Heute lieben Sie vor allem die Rechten, weil Sie, auch das muss man natürlich sagen, in Österreich mit 35% FPÖ, mit einer sozusagen politischen Macht kämpfen, der die ÖVP zurzeit ein wenig hinterherläuft. Ich glaube, dass das Islamgesetz zeitweise streitig ist es nicht mehr. Viele Ihrer Argumente, was die Integrationspolitik angeht, sind immer noch richtig. Der Kurs, den die ÖVP zurzeit fährt, mit der Obergrenze, mit der Notverordnung, mit der Debatte über die Kürzung der Mindestsicherungen etc., da wird es schon schwieriger. Und ich würde gerne von Ihnen verstehen, warum Sie im Lichte dieser ganzen Debatte zum Beispiel an einem Tag wie heute, an dem Orban ein Referendum abhalten lässt, für nötig halten, in der Welt der deutschen Bundeskanzlerin per Zeitung auszurichten, dass es falsch ist, ein paar hundert Flüchtlinge aus Griechenland oder Italien aufzunehmen und uns gleichzeitig zu sagen, Orban hat letztlich recht und wir müssen die Grenzen zumachen und Integration ist, ich verkürze jetzt, verzeihen Sie, zweitrangig. Ich habe damit ein massives Problem. Entschuldigung, ich muss ein paar Dinge zurechtrücken. Meine Integrationslinie, die hat sich um keinen Zentimeter geändert. Mein Zugang ist nach wie vor Integration durch Leistung. Ich habe nie gesagt, dass ich gegen Zuwanderung bin. Die Maßnahmen, die wir setzen, fordern und fördern, das Ziel, das Sie gerade gehört haben im Fernsehen, dass es möglich sein muss, stolzer Österreicher und gläubiger Moslem gleichzeitig zu sein, all das verfolgen wir nach wie vor, genauso wie vor 5 Jahren. Ich war aber auch vor 5 Jahren nicht der Meinung, dass wir ungesteuerte Migrationsströme nach Österreich haben sollten. Ich war vor 5 Jahren auch nicht der Meinung, dass wir 90.000 Flüchtlinge in Österreich aufnehmen sollten und die Außengrenzen nicht schützen sollten. Also ich habe meine Meinung nicht geändert. Ich habe immer die Meinung gehabt, dass wir Migration steuern müssen, dass wir
wenn wir Menschen wirklich helfen wollen, besser vor Ort helfen, als zu glauben, wir können alle aufnehmen und dass die, die da sind, bestmöglich integriert werden sollen. Aber Sie stimmen mir schon zu, dass man beobachten kann, das ist jetzt kein österreichisches Phänomen, das sind viele EU-Staaten, die demokratischen Parteien der Mitte versuchen, die Agenda der Populisten zum Teil zu kopieren, indem man die Sprache übernimmt. Und ich stimme vielleicht auch zu, dass es nicht funktioniert. Also ich den Versuch, die Rechten klein zu machen, indem man die Rechten in Taschenbuchausgabe kopiert, führt am Ende dazu, dass die Rechten noch mehr legitimiert werden, weil sie ja den Eindruck haben, es wirkt, die anderen reden doch auch so wie aber wir. Ich glaube, die Strategie wird nicht aufgehen. Bleiben Sie, wer Sie sind. Ich muss nur entschieden widersprechen. Wir kennen uns erst seit heute, aber ich bin dasselbe wie vor 5 Jahren. Ja? Ich kann es Ihnen gern bestätigen. Und es wird auch in Zukunft so sein. Und ich habe ja null Problem damit, da jetzt da zu sitzen und zu sagen, Sie sind ein Grüner, ich bin ein Bürgerlicher und wir stimmen in ganz vielen Fragen überein. Und ich habe auch keine Berührungsangst, wenn ich mit einer anderen Partei übereinstimme. Bürgerlich sind wir übrigens auch. Ja, wunderschön. Ja. Also ich glaub sozusagen, verabschieden wir uns doch von der Denke des Rechts und des Links, versuchen wir doch Probleme, die es gibt, pragmatisch zu lösen. Und wenn ich als überzeugter Europäer der Meinung bin, dass Europa ohne Grenzen nach innen nur funktionieren kann mit funktionierenden Außengrenzen, dann ist das nicht rechts oder links, sondern einfach richtig. Aber dann ist es doch erstaunlich, dass Sie heute... Und darf ich nur einen Satz sagen? Als ich in Österreich vor 1,5 Jahren gesagt habe, dass die unbeschränkte Aufnahme in Mitteleuropa nicht funktionieren kann, als ich in Österreich vor 1,5 Jahren gesagt habe, dass wir unsere Grenzen schützen müssen und dass der massenhafte Zustrom uns überfordern wird, da war das nicht populär. Da sind bei uns die Leute am Westbahnhof gestanden und haben die Flüchtlinge applaudierend empfangen. Die Umfragen haben damals gesagt, dass 2/3 der Österreicherinnen und Österreicher für die Aufnahme der Flüchtlinge sind. Also ich habe damals eine massiv unpopuläre Haltung eingenommen, weil ich sie für richtig erachtet habe. Heute ist sie populär. Ja, ich habe es damals genauso vertreten. Aber Sie schönen die Dinge ein wenig, weil Ihr Fokus liegt heute im Wesentlichen auf dem Schutz der Außengrenzen. Und wenn Sie sagen, ich habe nicht gehört, dass Sie gesagt haben, Herr Orban, das geht nicht. Wir müssen trotzdem Flüchtlinge umverteilen. Wir müssen trotzdem für die, die da sind, mehr tun. Ich würde das gerne erklären. Haben Sie aber nicht gesagt. Weil ich ja der Meinung bin, dass es falsch ist. Entschuldigung, vielleicht darf ich den Gedanken... natürlich. Aber wenn Sie waren nur dabei, als es beschlossen wurde. Nein, ich war nicht dabei. Und ich habe damals schon es kritisiert, wenn Sie nachlesen. Aus meiner Sicht sollten wir... Mehrheitsbeschluss der EU, dann ist vermutlich... Ja, Österreich hat mitgestimmt, ja. Na bitte. Aber erst gab es eine Entscheidung des Europäischen Rates. Darf ich nur ganz kurz den Gedanken mit Ihnen teilen? Ich bin der Meinung, dass das Wirksamste, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, die Hilfe vor Ort ist. Da kann man mit dem gleichen Geld wesentlich mehr erreichen, als wenn man die Menschen aufnimmt. Zweiter Punkt, wir sollten Menschen aufnehmen. Österreich tut das auch mittels Resettlement-Programmen. UK 20.000 Waisenkinder, Kanada 20.000 Menschen. Obama hat vor einer Woche in New York die Staaten gelobt, die freiwillig mittels Resettlement-Programmen Menschen aufnehmen. Aber es gibt einen großen Unterschied, ob man jemand aus Syrien mit einem Resettlement-Programm holt oder ob man aus Italien weiterverteilt. Wenn man aus Italien weiterverteilt, dann lässt man zu, dass man den Menschen suggeriert, nimm einen Schlepper, schaffe ihm eine Geschäftsgrundlage, überlebe hoffentlich die gefährliche Überfahrt übers Mittelmeer, aber nimm sie in Kauf. Und wenn du in Italien angekommen bist, dann darfst du nach Deutschland. Das halte ich einfach für falsch. Die Aufnahme aus Syrien, der legale Weg, ist 100-mal menschlicher als dieser, aus meiner Sicht, falsche Weg. Damit hören wir auf. Danke für die Diskussion. Und wie immer geben wir ab nach Hamburg zu den Tagesthemen, aber zum allerletzten Mal geben wir ab an Thomas Roth, der heute seine letzte Tagesthemensendung moderiert. Thomas, hier hören wir ein Oh, das will ich dir gerne weiter sagen, will aber auch sagen, weil ich es aus eigener Erfahrung sagen kann, es gibt auch ein Leben nach den Tagesthemen und das kann richtig viel Freude machen, zumal hier in Berlin. Alles Gute, Thomas, danke, cooler Job. Anne, das ist sehr, sehr lieb von dir. Ich danke dir sehr. Ja, und was machen wir in den Tagesthemen gleich? Auch wenn es meine letzte Sendung ist, sollte ich, glaube ich, sagen, was wir tun. Wir setzen im Grunde eure Diskussion fort, nämlich was bedeutet das gescheiterte Referendum in Ungarn für Europa? Und wir blicken nach England, wo nämlich seit heute feststeht, wann die Brexit-Verhandlungen beginnen. Mehr gleich für mich zum letzten Mal in den Tagesthemen. Da sind wir dabei. Alles Gute, Thomas. Wir nächsten Sonntag wieder hier an dieser Stelle. Bis dann. Tschüss und auf Wiedersehen.